Einen wunderschönen guten und willkommen zum Halloween-Vlog. Haben wir heute schon mal? Haben wir nicht. So, heute ist im Prinzip das erste Vorglühen für Halloween. Also man sollte natürlich dieses wundervolle Fest nicht erst am 31. feiern, sondern... Soll ich nicht trinken? Ich kann doch nicht trinken. Dann beschwert euch bei der Gewerkschaft. Man sollte natürlich die geizigen Bastarde, die sowieso ihre Süßigkeiten nicht rausrücken, schon mal ein paar Tage vorher ein bisschen warm und weich klopfen. Und deswegen sind wir heute schon mal unterwegs. So, die bösen Geister werden jetzt vertrieben. Oder vielleicht, was noch viel schöner wäre, irgendwie angezogen. Ich weiß nicht, was das Feuerwerk macht. Es ist legal, das ist Kategorie Arsch. Also das sieht auf jeden Fall Baba aus. Geil, jetzt bin ich in Stimmung. Ihr auch? Nein, jo. Ich brauche mehr Bier. Es ist Halloween! Wir gehen nicht ran. Das ist die zweite Klingel, wo keiner aufmacht. Ja. Hast du irgendeinen Tipp vielleicht? Machst du es auch um 12:30? Also es ist um 1. 5:00. Das halte ich jetzt nicht so für die richtige Idee. Also jetzt geht bitte hoffentlich mal jemand dran hier. Langsam reicht es. Die Generalprobe, die verläuft bisher sehr mager. Das. Och, bitte, bitte erbarmen Sie sich. Hallo? Nee, ich bin hier wegen Halloween. Wie bitte? Okay. Da ganz oben ist noch Licht an. Hier wird scheinbar gewartet auf mich. Auch hier geht leider niemand ran. Das ist echt sehr schade. Kannst du mir vielleicht sagen, woran das liegen könnte? Hodensack! Da hinten brennt noch Licht. Darf ich mal fragen, warum schmeckt es eigentlich nicht? Du scheiß Wichser, ich geh gleich nach Hause. Warum schmeckt es denn dir eigentlich nicht? Ich trinke noch Bier. Ja, kein Wunder, warum die Leute uns keine Süßigkeiten geben. Warum schmeckt es dir eigentlich nicht? Na, wenn schon die Leute nicht kooperieren, dann machen wir halt anders ein bisschen Stimmung. Ja, Halleluja! Oh. Ja, das ist hell. Alter. Junge, Junge, Junge. So, jetzt wird hier, das ist Kinderblut, gespeist bei McDonalds. Das habe ich jetzt nur gesagt, um dem Halloween-Motto bei treu zu bleiben. Das ist Adrenochrom. Das gibt's gar nicht, oder? Das gibt's wirklich. Ich bin da in diesen Sachen nicht so drin, Alter. Ich sag Walla. Yes, sir. Zum Wohl. Ich. Leise. So wack. Madman represent. Für dieses verdammt schlechte Wetter, das ist trotzdem ein sehr fandreicher Abend. Das liegt hauptsächlich an diesem Ganoven hier. Und ich habe gerade noch dieses Halloween-Bier gefunden. Es ist wirklich schön. Feierst du Halloween eigentlich? Oder warum das Kuchen-TV-Kostüm? Weil die Frage wieder aufkommen wird. Gestern habe ich diese Lampe verwendet. Und ja, die nächsten Tage nehme ich die mit, weil die viel kleiner ist. Die ist einfach nur ein Traum. Dieser Größe. Oh, Alter. Ja, Link in der Beschreibung. Link ist auch in der Beschreibung zu meiner Halloween-Kollektion im Merch-Shop. Ich hätte die Sachen jetzt gerne an, um die ordentlich euch zu präsentieren. Aber nein, der Ill muss ja Faxen machen. Deswegen kommt die Scheiße erst Tage an, nachdem es sie nicht mehr gibt. Checkt
vielleicht trotzdem mal den Shop ab. Die Sachen gibt es nur bis zum 1.11. Danach nie wieder. Auch wenn ich sie nicht ordnungsgemäß präsentieren kann. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich habe die jungen Männer jetzt getroffen. Die genießen bereits ihr Bier. Es ist gerade mal 13 Uhr oder so. Schöne Hose, Brie. Danke, du auch. Einen wunderschönen Melkfett. Dr. Pepper Creepy Classic wird jetzt gesippt. Eigentlich ist Koffein ein Zuckerverbot, aber Alter, an Halloween gönnt man sich auch mal. Oh, Alter, geil. Fast einen Monat keine Cola getrunken. Mm. Sex. Purer Sex. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Halloween. Hallo, guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Ich melde mich guten wegen Abend. Mann, wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige der Massage. Ja, möchten Sie Massage-Termin buchen? Ja, ich habe diesbezüglich noch eine Frage. Es klingelt gerade, ich muss mal den Fettwanst reinlassen. Ja, mein Rücken ist grausam verwarzt. Haben Sie Rücken verletzt oder möchten Sie Rückenmassage buchen? Mein Rücken ist an sich nicht verletzt, aber er ist zu warzig. Ich frage halt, ob ich Ihnen das zumuten kann als Masseuse. Ja, klar. Wir können Anti-Stress-Massage für Rückenmassage machen. Und wir sind keine medizinisch. Wenn Sie buchen medizinisch, müssen Sie bei Arzt und wir sind nur Relax-Massageladen. Ne? Wenn Sie mich massieren, werden auf meinem Rücken zahlreiche eitrige Warzen aufplatzen. Wir sind nur für Relax. Möchten Sie Massage-Termin buchen? Also ist Ihnen das wirklich vollkommen gleich? Wie bitte? Na, also das wird wirklich ein widerwärtiges Unterfangen. Es tut mir leid, ich kann nicht alle verstanden. Ne? Mein Rücken ist übersät von eitergefüllten Warzen. Ich meine, besser, Sie können bei medizinischer Massage, okay? Das kann ich mir leider nicht leisten. Die Unkosten, die würden das Ganze leider undenkbar machen. Das können wir auch nicht. Wir sind keine medizinische Massage, ne? Mein Vater hatte Geschlechtsverkehr mit einer Kröte. Tut mir leid. Sie können medizinisch in Google suchen, medizinische Massage suchen und können Sie da fragen, ja? Vielen Dank, schönen Abend. Ja, danke schön. Happy Halloween, Bruder. Wir sind nur Relax-Massage. Ne? Wenn Sie mich nur Relax-Massage buchen, können Sie rufen. Die letzte Massage? Wollen Sie mich ermorden? Wie bitte? Ich beende das Gespräch jetzt. Auf Wiederfernsehen. Ja, ich verstehe. Warum schläfst du eigentlich nicht? Ich trinke doch. Hier wird getrunken. Hier ist schon die zweite Dose. Das ist Disziplin. Ja. Enrico? Ist es jetzt schon hier Halloween-Vlog oder ist es irgendein anderer Scheiß? So, jetzt wird der Tag eingeleitet, der zweite Tag von Halloween. Seine Getränke jetzt. Alles, hast du es im Griff, Brudi? Alles, was ich tue, alles, was ich will, sind... Ich kann das nicht aussprechen, Bre, aber ich hab Durst. Wir die ersten Klingeln. Wir wissen allerdings nicht genau, welche das jetzt von hier ist. Deswegen werden wir natürlich wieder alles durchklingeln. So wie in Gemonda. Gemonda, Mann. Ja. So. Du bist völlig unterhopft. Ja, du auch, ja. Ja. Eher nicht. Doch. Ihr seid wirklich extra dafür nach Dresden gefahren?
von Düsseldorf. Ja, aber wir hatten guten Sex gehabt. Von Tommy. Das Bier schmeckt nicht. Oh, da kommt jemand raus. So, es wird geklingelt und geklingelt und geklingelt, bis die Leute rausgehen. Also ich denke mal, größtenteils schlafen die halt schon. Und wir haben es auch erst den 28. Also die sind jetzt auch vorbereitet, auf Halloween. Aber wir sind vorbereitet und wir waren einfach... Hast du auch bei allen anderen schon geklingelt? Ich habe nur da geklingelt, wo das Licht brennt. Ach so. Meine Augen. Warum macht denn keiner Bin ich jetzt der Ersatz-Content oder was? Ja, aber du bist leider genauso mager wie die Leute, die nicht rangehen. Du Schmieriger, meine Augen werden Spiegeleier. Also wenn das nicht zu Erfolg führt, Alter, dann weiß ich auch nicht. Hier ist schon das Licht angegangen. Bei mir hat einfach nicht Danke gesagt. Heute ist irgendwie ein dünner Tag. Wollen wir hier unten gehen? Ja, man muss mehr klingeln. Ich habe jetzt wirklich bei gefühlt 12 Leuten hier geklingelt in diesem Eingang. Alter! Bist du ein Frechdachs, Junge? Das gibt's doch gar nicht. Hallo? Oh Junge, dieser verdammte Hut! Jetzt reicht's mir. Hallo? Süßes. Ach, hier. Guten Abend. Süßes oder Saures? Süßes oder Saures? Nichts von beiden. Alter, was geht denn hier ab? Junge! Mann! Das ist einfach böse. Erste Verluste sind zu beklagen. Grüße an den Love Priest an dieser Stelle. Die Love Brille ist leider draufgegangen. Ich krieg diese Brille, Mann. Scheiß Love. Naja, gut, das ist korrekt. Also, falls ich es noch nie kommuniziert habe, ich bin eine Frau gewesen zu meiner Geburt und jetzt bin ich. Nee, warte mal, ich bin ein Mann gewesen zu meiner Geburt und jetzt bin ich auf dem Weg zur Frau und das verkörper ich heute auch. Und ich hoffe, ich habe deinen Support dabei. Als grüner Kleberklemmer auf jeden Fall. Klimaklemmer. Disclaimer, ich bin grün. So, geht los. Tommy, nicht vor allem. Diese Nase eignet sich hervorragend des Lampes. Also es ist auf jeden Fall demotivierend, muss man ehrlich gestehen. Trotz radikaler Methode einfach konstant überall zu klingeln. Niemanden an die Klingel. Ich meine, klar, wir haben schon was bekommen, aber es reicht noch lange. So, süßes oder saures? Achso. Strasbourg, der Biasavut? Was heißt denn Süßigkeiten auf Englisch? Sausitschki. Sausitschki? Oh nee, die fängt an zu rauchen, Alter, nee, guck Max, mal, Max, was die schmilzt. Was? Aua! Was ist denn das? Aua! Wenn du mir morgen schreibst, dass ich die Szene rausnehmen soll, werde ich das nicht machen. Ich will nur eine Sitzgelegenheit mitnehmen. So, wir sind jetzt bei Hello Pizza und ich gönne mir ein Eis. Was gönnst du dir, Brie? Komm doch mal, wie teuer das Bier ist. Ey, du bist die beste Freundin, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß. Weil du deinem Mann wirklich noch mehr so cool ist, das ist einfach geil. Ja, aber gute Freundin. Ausnahmsweise. Ich hoffe, ich liebe du sie über alles. Merkst den Mann dafür und noch dich. Mehr. Und den Tindling. Und den Paul. Ich bin stockschwul. Habt ihr einen Standort gefunden? Nö. Alter, krasses Kostüm. Danke. Haben wir heute eigentlich schon mal? Von Tommy, glaube ich. Bre ist der erste Schluck. Angestoßen, meine ich. Alter, das ist männlich. Das ist gute Leben. Jetzt sind wir stoßen sich an. Das ist auch ein absoluter Ehrenmann. Dann nehme ich die hier. Warte. So. Was ist denn? Nee, ich meine die, ich meine das ja. Ich bin schwer krank. Du bist schwer behindert. Ich würde gerne mein Nagelbett abreißen. Aber stattdessen, Alter, weißt du was, Alter? Dieser Suff, Alter, macht mich so, ich würde euch gerne alle bringen, wirklich. Ich möchte euch. Und dann möchte ich eure Leichen. Sag ich ganz ehrlich, so ist es. Ja, das glaube ich. Weil ihr nichts anderes wert seid. Ihr seid nichts wert, deswegen gehört ihr ab. Alter, gib mal einen so einen Schokoriegel, bitte. Ich geb dir das, was mir nie schmeckt. Nur einen Schokoriegel. Nee, das esse ich alles nie.
Da, genau den, bitte. Ja, merci. Du Schwein, du verdammte Drecksau. Oh, mit Papier und die Hälfte fliegt raus. So gefällt mir das. Du bist eine verschwenderische Ich bin sehr... Du bist sehr angespannt. Nee, ich bin glücklich über die Gastfreundschaft dieses Mannes. Sei mal ganz, ganz vorsichtig, was die Pronomen angeht, Freundchen. Dieser Mann speist Pizza Hawaii. Gönn dir's. Tommy Tomaten Joe. Dieser Mann hat gesagt, wer ist denn Pizza Hawaii? Es ist wie mit den Xbox und den PS5-Spielern. Debatten um Geschmackssachen sind irrelevant und dumm. Du bist Klimakleber, du hast nichts zu sagen. Ja, das heißt, wenn der eine verfickte... Nee, na, dann nehme ich ein Stück. Gönn dir. Nächste, Hawaii, das ist einfach Geschmackssache. Und bitte. Bitte seien Sie doch nicht so, Mann. Wenigstens einer. Mann, Alter. Das ist einfach nur so traurig, Alter. Das ist so verdammt traurig. Mann, was ist denn das Problem? Wieso geht denn keiner ran? Weil wir so hässlich sind. Es ist noch kein Halloween. Das wurde mir gesagt gerade. Hat die Oma aus vorne gesagt? Da habe ich gesagt, das ist Cola. Da war ich so besoffen. Und meine Mutter, ich dachte, du bist schwanger, Alter. Das werde ich mir nehmen. Oh yeah. Sie sind ein Wohltäter der Nation. Vielen Dank. Vielen Dank, Alter. Oh, Heinz. Der Nation. Nein. Gleichfalls, danke. Schmeckofatz. Schmeckofatz. Jetzt werden die Früchte der harten Arbeit geerntet. Nichts schmeckt so süß. Die kostenlose Süßigkeiten. Hallo? Ich habe original bei jedem geklingelt. Was machst denn du anders, Bruder? Du hast irgendwie ich bin Klimakleber. Der Deutsche ist so dumm und feiert die Klimakleber insgeheim. Ach so. Mann, Alter. Alter, hast du mich erschrocken. Ich war gerade so tief in der Materie. Lass mal den Leute stecken, Bruder. Oh. Alter, die Nase steht einfach! Junge! Die brennt leider. Die Hexennase muss brennen. Jeder, der eine Hexennase besitzt, muss brennen. Vorsicht! Aua! Süßes oder saures? Alter! Ach so, na dann. Süßes oder saures? Alter! Das nenne ich mal Gerechtigkeit! Du hast mir richtig geklingelt, Mann. Du musst intensiver und viel intensiver. Ja, ich kann nicht mehr, mir ist langsam schlecht. Ich will ins Bett. Ich will heim. Ich mag nicht mehr scheiß Süßigkeiten, scheiß Rentner. Die Rentner sind so böse. Hallo? 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 Was hat mir gerade das Gefühl, ich mich unterhalten? Hallo? Aber höre ich da was oder bin ich völlig durch? Kehlkopf rausreißen. Was? Hat es sich gelohnt? Naja, also bei mir sieht man am Ende des Vlogs, dass ich auf Rentner stehe und mich auch sexuell zu denen angezogen fühle. Was? Naja, sie ist auf dem Weg zur Rentnerin. Das kriege ich schon noch hin. Ja, das kriege ich schon noch hin. Ich werde sie zur Rentnerin erziehen, denn ich stehe nur auf Rentner. Wirklich, ist so. Ich bin schwer spießig gewesen. Ich saufe sehr gern, sehr viel, wenn es drauf ankommt.